Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elex. Jax ist am Start, wir haben Nasty dabei und wir haben Reinhold berichtet, dass Ulbricht bei der Großoffensive, die wir letztes Mal durchgeführt haben, leider verstorben ist. Es tut mir immer noch sehr leid und es ist so doof. Und wir wollten Arcs Quest machen. Und zwar nehmen wir erstmal den Tirats hier und gehen von dem Firmenvulkangelände dorthin. Und ja, mal schauen, wohin uns diese Karte führt. Was soll das hier mal sein? Egal. Und, fällt dir was auf? Was soll mir auffallen? Exakt. Hier gibt es rein gar nichts. Kein Vergleich zur Wüste. Genau, ich muss mal eben in die Option rein. Weil ich glaube, mit dem Update kam auch... Nee. Effektlautstärke ist mir ein bisschen zu laut. Die Musik habe ich schon ein bisschen laut. Leise. So, ich glaube, das lasse ich so. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise. So. Weil, ich habe das gemerkt, dass, ne, also irgendwas ist mit dem Ton anders als vorher. Nee, Moment. Jetzt muss ich mir den doch markieren. Bei so vielen, da kommt die Mutti durcheinander. So, genau, da lang müssen wir. Gut, jetzt habe ich Nasty dabei. Einfach mal für euch. Ich mag sie nicht, aber irgendwie... Naja, wir wollen sie auch mal mitnehmen, ja? Das kann man ja mal machen. Aber auffüllen brauche ich meine Sachen noch nicht. Naja, Nasty. Das ist ein kleiner Kreischer. Mit dem kam ich schon alleine zurecht. So, weiter geht's. Oje. Oje. Okay, ich glaube, ich umgehe das. Oder auch nicht. Ah, scheiße. So. Gut. Bam. Oh, diese Ölfässer sind schon nice. Die sind nice. Wo ist er denn? Oh, was ist hier? Seht was? Ne, schade. Wo ist er denn hingeflogen? Hä? Bin schon wieder blind. Ach, guck mal. Da ist er. Wie der Schwanz noch so. Ja, gut. Jo. So. Und tap. Ja, es ist Rush Hour, deswegen seht ihr... Ah, nein! Seht ihr auch oben rechts ganz viele Leute in irgendwelchen Spielen joinen, aber das hatten wir ja schon des Öfteren, sind wir das durchgegangen. Ist da in der Mitte irgendwas zu holen? Oder ist das nur so ein Schwefelbrocken? Ich glaube, das ist ein Schwefel. Oh, was ist das für ein Vieh? Ein Slugbeast. Ich wollte aber eigentlich... Vielleicht kommen wir da so dran vorbei. Vielleicht kommen wir da so dran vorbei. Das wäre cool. Oh, nein, du siehst mich nicht. Doch, du siehst mich. Er sieht mich. Zwei Kämpfe gleichzeitig. Oh nein. Oh, das Ding fliegt schon mal. Okay, das war jetzt so nicht geplant, aber ich tue mal so, als ob es geplant war. Also es ist alles genauso verlaufen, wie ich es mir gedacht habe. Genauso. Es ist alles so, wollte ich das genau haben. Und so weiter und so fort. Gut. Genug drauf eingegangen. Ich habe schon wieder Kampfmusik. Irgendeiner will doch schon wieder meinen Tod. Die wollen es hier alle. Oh. Und das Scheißvieh da hinten auch. Guck mal, Nasty. Immer noch? Du hast es immer noch nicht getötet? Wie bist du denn drauf? Ja, toll. Nee, ist klar. Naja, wir haben's ja, ne? Wir haben's ja. Oh, das ist nicht die... Oder muss ich in die... Doch, da muss ich lang, oder?
So, ne? So. Mal gucken, wo uns dieser Weg hier hinführt. Was ist da? Schauen wir mal. Hier ist die Lava. Wir kommen bestimmt rüber, aber ob Nasty uns folgt? Doch, es geht. Da unten kämpfen sie schon. Können wir gleich ein paar Fliegen mit einer Klappe machen? Guck mal. Ist er tot? Nee, das waren sie gar nicht. Das waren nicht die, die wir erledigen sollten, glaube ich. Doch, da war der Typ bei. Moment. Hier liegen doch zwei. Da, Tierratz, da ist er doch. Tierratz, ich brauche deinen Kopf. Boah, total krass. Hallo, ich habe ihn doch. Jetzt. Schädel Ich nehme dir abtrennen. die Last von den Schultern. So. Welches ist unser nächstes Opfer? Hier oben wieder mal was. Ah, nehmen wir erstmal hier. Nee, Moment. Hä? Ich hatte. Gefährten. Köpfe müssen rollen. Das sind. Müsste doch noch einer sein. Nee, Pollux hatte ich schon mal und ich weiß nicht, wo ich ihn getötet hatte. Ich weiß nicht, wo ich ihn getötet hatte und ich habe ihm seinen Kopf nicht abgetrennt. Scheiße. Ich befürchte, die Quest können wir gar nicht erledigen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Dann gehen wir dran vorbei. Irgendwo habe ich den, glaube ich, schon getötet und ich habe den Kopf nicht abgetrennt. Ah, das ist Mist. Na schön. Dann gehen wir erstmal hier hin. Oh, nachdem wir. Hallo? Kristallratte. Mann. So. Okay, die haben wir hier alle. Die habe ich übrigens alle hier erledigt in der Folge. Als. Ja, die mir abhandengekommen ist, die Folge. Da war ich auch oben drin. Jetzt haben wir hier natürlich auch wieder ganz viele Gegner. Geile Gegend. Da hat sie recht. Obwohl ich Schnee nicht mag, aber. Ist es tot? Nein. Jetzt ist es tot. Ich mag keinen Schnee. Irgendwie. Ich mag es nicht. Es ist zu kalt und. Ja. Ja, das geht mir auch hier im Real Life übrigens so. Das ist natürlich schön für die Kiddies. Schneemann bauen und so weiter und so fort. Ne? Das habe ich früher auch sehr gern gemacht. Aber so, es ist einfach, es ist mir zu kalt und man kann nicht laufen. Man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht und sowas alles. Ne? Das ist irgendwie, ich finde es blöd. So. Weiter geht's. Ist hier ein Vieh noch? Habe ich das beim letzten Mal liegen lassen? Oje. Da haben wir noch einen Kollegen. Oh, zwei Schläge und so ein Kampfkoloss ist tot. Das läuft gut. So. Eigentlich müssen wir da lang, aber ich glaube, wir können den Weg hier nehmen. Oder auch nicht? Doch, nehmen wir den Weg. Kann auch sein, dass wir wieder irgendwie so ein Vieh haben, was uns haben will. Auch wenn ich jetzt wüsste, wo ich das den anderen Typen umgebracht habe, das wird. Dann wüsste ich, wo ich den Kopf abtrennen muss. Weil der müsste ja dann theoretisch gesehen da noch liegen, ne? Wenn nicht, kann ich diese Quest nicht abschließen. Ich weiß, ich habe irgendjemanden durch Zufall getötet. Irgendwann mal. Und ich glaube, der war damit gemeint. Na komm, Nasty. Huch. Warum zielt der denn nicht? Jetzt. Toll, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ah, Nasty macht das schon. Shit, jetzt habe ich wieder auf die Uhr geguckt. Wie lange die Folge schon läuft, mal wieder. Irgendwas geht immer schief. Es ist
zum Kotzen. So. Irgendwo da muss ich hin. Genau, die Straße folgen wir. Nee, gar nicht. Da müssen wir lang. Genau. Okay, Drohne. Na? Was? Jetzt wollte ich was sagen. Da ist noch eine Drohne. Zwei. Wo ist die andere? Da. Da ist noch eine. Also war die doch noch nicht kaputt, ne? So. Ah, er hat uns gesehen. Ach, da kommt immer mehr um die Ecke. Wie geil das jetzt aussah. Steht da noch einer auf? Nein. Schön. Ich mag diese Kräfte. Klar, bei Ulbrichts Großoffensive hat man gesehen, diese Kräfte waren, ja, halt eben Flächenschaden, ne? Und wir treffen halt eben auch Verbündete. Oh, da kommt jemand. Und der da hinten ist... Warte, wo? Ich will doch hier nur in Ruhe aufräumen. Aufräumen. Hä? Wo ist die Drohne? Ich hab doch hier eine Drohne kaputt gemacht. Ach da. Oder habe ich die schon? Nee, ich habe die auf anderen Seite gelootet, würde ich das sagen. Hoppala. Nasty, warum stehst du da wie angewurzelt? Und nicht abgeholt? Ich habe hier alles mitgenommen anscheinend. Ja. Gut. Wollen wir weitergehen? Nasty. Irgendwo haben wir noch was, was uns angreift. Werden wir gleich gucken, von wo das kommt, wer es ist. Nachdem wir alles erstmal uns geholt haben. Nö, hier so weit ist jetzt nichts mehr. Nö. Da ist noch etwas. Nee, das ist Bartox. Der hat immer noch nicht gemerkt, dass seine Leute tot sind hier alle. Jetzt braucht er es nicht merken. Elixit, ganz viel Elixit. Yay. Boah. Den brauche ich noch. Mhm. Abgeschlossen, also habe ich die schon. Alle. Wie habe ich das hingemacht? Ich habe nicht extra gespielt oder so. Oh, das nehme ich aber hier noch mit. Irgendwie heißt das, ich bin noch im Kampf, aber ich habe gerade mal keinen Kampf mehr. Und Nasty kommt irgendwie auch nicht. Gut, wir haben auf jeden Fall alles. Ich hoffe, wir können jetzt im Kampf trotzdem... Ah doch, geht. Oh, Gott sei Dank. Es geht. So. Naja, jetzt kommt die Quest mit Arx, worüber ich mich gar nicht freue, weil... Nasty, du kannst aufhören zu kämpfen. Naja, gut. Wir lassen sie mal. So. Wegen deiner Verfolger. Hier ist der Schädel von Pollux. Sieht gut aus. Das würde ich eine gute Tat nennen. Du nimmst ihm die Last von den Schultern und mir auch. Warte hier. Okay, wir warten. Nun zu dir. Im nördlichen Konverter von Abessa befindet sich ein Schloss mit dem Code 3210. Oh, das kennen wir schon, glaube ich. Das hatten wir geöffnet. Gut, danke. Eine Hand wäscht die andere. Offensichtlich. Hier ist die Rassschädel. Sehr gut. Der Tod steht ihm gleich viel besser. Es dauert einen Moment. Ich habe folgende Informationen. Im Konverter von Ignadon gibt es einen Tresor mit dem Code 4486.
Wie genau kommst du an diese Informationen heran? Das zu verstehen, würde Monate des Studiums voraussetzen. Ich habe Jahre an dieser Technik geforscht. Und die Alps haben dieselbe Technologie? Nein. Ich habe meine Forschungsergebnisse unter Verschluss gehalten. Warum haben sie dich trotz deines Wissens so leichtfertig gehen lassen? Vielleicht haben sie nicht an den Erfolg meines Vorhabens geglaubt. Ich schätze, dass nur die Projekte im Fokus ihrer Aufmerksamkeit standen, die auch tatsächlich anwendbar waren. Hm. Ich habe Bartoks Schädel. Da ist das gute Stück. Der wird niemandem mehr Schwierigkeiten bereiten. Gib mir etwas Zeit. Ich schreibe die Codes mit. Code zu einem Schloss im östlichen Konverter in Xakor. Er lautet 0666. Und das ist noch aktuell? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber da die Alps nicht wissen, dass wir die Codes haben, gehe ich davon aus. Das mit deinen Verfolgern hat sich erledigt. Zu meiner vollsten Zufriedenheit. Deine Effektivität ist äußerst eindrucksvoll. Da ich mich in meiner neu gewonnenen Freiheit nun anderen Dingen widmen kann, würde ich mich erkenntlich zeigen. Ich höre. Ich beginne heute mit den Vorbereitungen. Dafür brauche ich allerdings noch etwas Zeit. Ich denke, ich weiß schon, wo ich mein Vorhaben umsetzen kann. Ich werde mich nun um die Umsetzung kümmern. Am besten, wir sprechen morgen noch einmal darüber. Dann sind meine Vorbereitungen abgeschlossen. Du weißt ja, wo du mich im Lager findest. Genau, das tun wir. Wir haben eh noch, wir gehen gleich schlafen in unserer Kammer da drüben. Wir haben immer noch diese blöde Kampfmusik. Mann, das ist nervt. Ich hoffe, ich habe dies jetzt nicht zu leise gedreht. Wir haben noch eine Karte. Moment, Moment. Puzzle, Kartenstück 7 und 12. Also, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, wenn wir das Puzzle vervollständigt haben, geht dieser Tresor offen. Also, das ist das, was ich gehört habe. Ob es denn stimmt, wir schlafen mal. Ob es denn stimmt, weiß ich nicht. So, ich hoffe, euch stört die Musik nicht, wenn ihr sie denn überhaupt hört. Aber wisst ihr was, ich habe jetzt so viel Kohle. Klar, ich will auch noch was lernen. Aber ich habe so viel Kohle und noch so viel zu verkaufen auch. Ich könnte ja mal hier im... Ah, wir machen jetzt erstmal hier unser... So, vielleicht geht gleich die Kampfmusik weg. Hoffe ich mal. So. Hier waren wir schon. Gut, auf zu dieser sehr unangenehmen Quest. Gut, dass du da bist. Es ist vollbracht. Na, da bin ich ja mal gespannt. Sagen wir, ich habe dir zu Ehren mit ein paar Freunden ein Festmahl zubereitet. Er wollte ein romantisches Essen mit uns. Ein Festmahl. Da bin ich dabei. Du wirst es nicht bereuen. Ich habe viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Es ist Zeit zum Aufbruch. Folge mir. Aje, ich glaube... ob ich das nehmen will? Ich glaube nicht, dass ich da wirklich eigentlich... das sind... Ja, und vor allen Dingen an den Köpfen ist noch nicht mal Fleisch. Er ist ein Kannibale. Ach. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit ihm? Wir sprechen ihn erstmal an. Jetzt nicht. Was? Warum? Okay, jetzt nicht. Was sollen wir hier noch machen? Wir haben uns vielleicht hinsetzen. Sollen wir uns hinsetzen? Oh, jetzt geht's. Da wären wir. Was zum... Wie du siehst, sind die anderen schon da. Es freut mich sehr, dass du an meiner fleischgewordenen Konjunktion teilnehmen möchtest. Du willst das essen? Mir ist klar, dass es auf den ersten Blick verwirrend ist. Die meisten haben es nicht verstanden. Ach. Auf den zweiten Blick
ist es jedoch die höchste Form des Genusses. Das zarte Fleisch meiner Freunde in Verbindung mit der höchsten Elex-Konzentration. Eine wahre Geschmacksexplosion. Oh Mann. Seit wann isst du Menschenfleisch? Vor einigen Jahren waren wir mit einer Patrouille viele Tage in Xakor unterwegs. In einer der verschneiten Ruinen stießen wir auf eine Familie, die sich lange Zeit mit dem Konsum von Elex am Leben erhalten hatte. Unser Auftrag besagte, nach Ignadon vorzurücken, um den Konverter zu verstärken. Und so haben wir sie eliminiert und sind aufgebrochen. Aber Elex ist das höchste Gut. Es konnte nicht so einfach verschwendet werden. Wir konnten sie nicht zum Konverter tragen, also beschloss ich, zurückzukehren und sie mir einzuverleiben. Es war wie eine Erlösung für mich. Ist das der Grund dafür, dass die Alps dich verstoßen haben? Ich war mir darüber bewusst, dass sie es nicht verstehen würden. Also habe ich mein Geheimnis natürlich für mich behalten. Allerdings unterlag ich irgendwann der Versuchung, einen Soldaten der Patrouille zu kosten. Der Elex-Reichtum in seinem Körper war außerordentlich. Dieser Leichtsinn wurde mir zum Verhängnis. Dafür sollte ich dir die Köpfe der Alp-Kommander Schrecklicher bringen. Mensch. Was soll ich sagen? Alp, wie der auch immer. Plan ist aufgegangen. Du hättest mir wohl kaum zu einem Festmahl verholfen, wenn ich dir verraten hätte, wofür ich sie benötige. Und was ist mit deinen Gehirnforschungen? Du kennst die Antwort. Es hat nie Forschungen gegeben. Der Zweck heiligt gelegentlich die Mittel. Hast du irgendwann auch mal die Wahrheit gesagt? Nimm es nicht persönlich. Schließlich habe ich deine Leistungen als Commander stets bewundert. Und auf meine Unterstützung konntest du dich immer verlassen. Ich konnte nur nicht davon ausgehen, dass du meine Leidenschaft teilen würdest. Willst du ernsthaft, dass ich das esse? Nicht ganz, mein Freund. Leider Wir sind habe ich die nur Hauptspeise. Verwendung für dein Herz. Die Bestie von Xakor stellt den Höhepunkt des Festmahls dar. Mhm. Ziemlich gewagt, für diesen Irrsinn meinen Tod zu fordern. Das Risiko ist mir bewusst. Doch dieses Mal ist meine Bestimmung. Um das Kunstwerk zu vollenden, benötige ich eine besondere Trophäe. Diese Ehre gebührt dir. Also, Leute, moralisch, ich habe beides ausprobiert. Wir kriegen, wenn wir ihn angreifen, 100 Erfahrungspunkte und ja, das Problem ist gelöst. Würde ich gerne machen, weil ich kann das nicht haben und von ihm geht immer noch eine Gefahr irgendwie aus. Aber erstens mal, wenn wir verhandeln, kriegen wir noch eine Quest von ihm, wo wir ziemlich viele Erfahrungspunkte bekommen. Denn dann ist es noch so, habe ich das Spiel, als ich mit ihm verhandelt habe, nur zur Hälfte, meine Hunde sind mal wieder da, also stört euch nicht dran, habe ich nur zur Hälfte gemacht. Also ich habe mit ihm verhandelt, habe die Quest bekommen und danach habe ich ja angefangen mit dem Let's Play. Das heißt, ich weiß nicht, wie das irgendwann nochmal ausartet mit ihm und ob er irgendwie, ja, ob da noch irgendwas kommt oder so. Und das möchte ich gerne herausfinden. Und weil ich denke, dass jeder ihn töten wird, jeder andere, ist es mal ganz interessant zu sehen, wenn man verhandeln würde. Und deswegen mache ich das. So. Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es denn, wenn ich dir ein Herz mit einer wesentlich höheren Elex-Konzentration besorgen würde? Interessant. Ich hätte nicht mit deinem Interesse an meinem Projekt gerechnet. Ich heiße es trotzdem nicht gut, ne, was er macht. Es wird allerdings nicht einfach sein, einen adäquaten Ersatz zu finden. Es wird doch eine Kreatur auf Magalan geben, die sich für dein Vorhaben eignet. Es gäbe da tatsächlich eine Kreatur, die sehr vielversprechend ist. Ich werde dir das Herz dieser Kreatur bringen. Was weißt du darüber? Es gibt Gerüchte über einen übermächtigen Zyklopen, der mit einigen niederen Mutanten im Südosten von Tavar auf Elex-Jagd sein soll. Falls die Geschichten wahr sind,
ist er mit Sicherheit bis zur Schädeldecke mit Elex angereichert. Verstanden. Eine Sache noch. Nein, ich verstehe seinen Drang nicht. Absolut nicht. Lüg mich nie wieder an. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Das war ein Fehler. Ich gelobe daher Besserung. Gut. Woher weiß ich, dass du mich nach dieser Nummer nicht einfach hinterrücks im Schlaf erstichst? Kannst du nicht wissen, aber wenn ich wollte, dass du stirbst, wärst du bereits tot. Die Bestie von Xarkor gibt mir also eine zweite Chance. Manchmal kann einem das die Augen öffnen. Ich spreche aus Erfahrung. So, wir haben die Zutat. Hier hast du deine letzte Zutat. Eine Offenbarung. Das ist es. Das ist die Perfektion. Wie auch immer. Wegen deines Festmahls. Ja? Da du jetzt alle Zutaten beisammen hast, solltest du wissen, dass ich kein Interesse habe, daran teilzunehmen. Ja. Bist du sicher? Ja. Ich könnte dir zumindest ein Proviantpaket zusammenstellen. Hm. Na schön. Oh, das wirst du nicht bereuen. Ich hab's jetzt nur gemacht, damit er mich mag. Also, ich hab noch zu tun. Ich lege da keinen Wert drauf, aber für das Spiel. Statusbericht? Statusbericht. Kein Grund zur Beanstandung. Ich gehe davon aus, dass wir unsere Soldaten zusammenziehen und zum großen Schlag ausholen. Wenn das geschieht, sollten wir besser nicht in der Schusslinie stehen. Mhm. Ich hoffe mal, dass er meine Leute hier nicht anknabbert irgendwann, ja? Also ich bin wirklich gespannt, wie das hier noch ausgehen wird. So, ich weiß, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich weiß nicht, wie lange die Folge schon geht. Ich werde sie aber jetzt hier beenden, weil, ja, mir geht mitunter auch diese, die Musik auf den Sack. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu leise eingestellt. Jedenfalls, ja, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, beziehungsweise wir hören uns. Also, bis dann. Ciao, ciao.